Naja gut, nachdem ich so viele Jahre selber gespielt habe und dann doch einige Erfahrungen als Spieler und natürlich auch weiß, was ich mir vorstelle von einem Davis Cup Captain, ist das erstens ein genialer Job, glaube ich, eine super Aufgabe und ja, einfach, weil es ein interessanter Job ist. Ja, also in erster Linie möchte ich mal das bewegen, dass einmal alle Spieler kommen, also dass die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3 von Österreich da mit dabei ist und dass ich das Team so aufstellen kann, wie ich möchte und dass die auch alle kommen. Und einfach, dass ein guter Teamgeist vorhanden ist und dass wir alle motiviert sind und natürlich so weit wie möglich kommen. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hoffe natürlich, also ich kenne Dominik seit Ewigkeiten, habe jahrelang auch mit ihm trainiert, habe ihn trainiert quasi das ein oder andere Mal, wie ich beim Günther auch gearbeitet habe. Ich hoffe natürlich, dass das ein Mitgrund ist, dass die Probleme zu lösen sind und es liegt mir natürlich auch am Herzen, dass der Dominik Davis Cup spielt. Ich glaube schon, also ich kenne Günther seit 18 Jahren oder noch länger, also kenne durch ihn schon länger jetzt, aber ich war 18 Jahre bei ihm. Er weiß, wie ich tick, ich weiß, wie er tickt, also da ist sicherlich eine gute Gesprächsbasis und ich werde alles daran legen, dass ich eine gute Gesprächsbasis habe mit ihnen und dass der Dominik spielt. Ja, das ist die gute Frage, also es ist ja gerade erst offiziell geworden, dass ich Davis Cup Captain bin. Ich habe mal mit allen Spielern im Vorfeld schon mal gesprochen. Die waren eigentlich, wie soll ich sagen, glücklich oder okay damit, dass ich Davis Cup Captain werde. Und bis jetzt habe ich noch keine fixen Absagen. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, dass alle mitspielen und dass wir sehr stark nach Schweden schon einmal anreisen. Ziel ist ganz klar, also Aufstieg in die Weltgruppe und ja, das wäre natürlich der Traum. Erstens mal jetzt mal gegen Schweden auswärts gewinnen, dann wird Holland warten, das wäre ein Heimmatch und dann hofft man natürlich auf eine halbwegs gute Auslosung in der Relegation, dass man dann diesen Sprung in die Weltgruppe wieder schafft.